Ja, moin Leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge hier bei Dennison. Und ja, ihr seht schon, ich bin im Bodycare Store. Ich habe die Läden wieder relativ voll gemacht und ihr seht es auch oben links schon, ich bin wieder totally down. Ja, ich muss gleich erstmal wieder mein Schlafgemach aufsuchen. Aber hier mal ein ganz kleines Update. Also, zum einen haben wir ja hier einmal unseren Bodycare Store. Hier haben wir jetzt zwischen 65 und 76 Produkte am Start. Das war auch letzten Tag richtig gut noch gewesen. Es lief echt ordentlich. Habe jetzt im Elektrofachmarkt hier mal richtig voll gemacht. Zwischen 107 und 125 Produkte. Denn der war, ja, richtig gut gestern. Leider habe ich ja 2 Stunden verpennt, den Laden aufzumachen, was ein bisschen doof war. Man sieht es auch hier am Diagramm, dass es hier ein bisschen abgefallen ist. Sonst wäre das wahrscheinlich noch ein bisschen mehr gestiegen. Des Weiteren, Leute, habe ich einmal jetzt den kleinen Laden wieder aufgemacht und habe den jetzt einmal Mini-E-Markt genannt und habe dort dann auch Elektroprodukte reingepackt, habe dort den Beamer dann einmal auf Rabatt 10% gestellt. Ich bin mal gespannt, wie der läuft, denn der war ja letztes Mal komplett leer, den habe ich ja dann geschlossen. Habe ich jetzt natürlich dazu entschlossen, den wieder aufzumachen und da jetzt Elektroprodukte zu verkaufen. Wir werden hier einmal jetzt, dadurch, dass wir viele Haartrockner haben, werden wir hier einmal den Haartrockner auf 10% Rabatt setzen und hier habe ich die Kopfhörer drin. Da würde ich jetzt einfach mal nicht mehr mit den Beamern gehen, weil die werden echt gut verkauft. Ich gehe hier mal mit den Weckern. Da gucken wir jetzt mal, wie es läuft. Des Weiteren, Leute. Ja, wir haben, wie ihr es oben links seht, nur noch $16.475.59 auf dem Konto. Aber das schlaue Handy sagt uns, wir haben letzten Tag wieder $55.000 gemacht. Und eins muss ich jetzt sagen, Leute. Eventuell muss ich meinen Plan ein bisschen über Bord werfen, das nächste Haus zu holen. Denn diese Fahrerei, die geht mir ein bisschen auf den Keks. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich werde mir dann wahrscheinlich das größere Fahrzeug besorgen und hoffe natürlich, dass relativ schnell das Update reinkommt, dass man die Fahrzeuge verkaufen kann. Wir gucken aber mal ganz kurz schnell rein, wie denn eigentlich die aktuellen Angebote sind für unser Haus. 475, 470, 473, 462 und 461. Die lehnen wir natürlich jetzt alles mal ab. Hier von der Elena, das lehnen wir auch ab. Aktuell ist der Jacob auf Platz 1 mit 475. Ich warte mal noch einen halben Tag ab und guck mal, wie sich das entwickelt. Und dann entscheide ich, wer dort nachher einziehen mag. Aber jetzt, Leute, muss ich erstmal mich selbst wieder in die Reihe bringen. Denn ja, aktuell sieht es ja mit meinen Vitalwerten nicht ganz so gut aus. Und dazu, Leute, muss ich mich jetzt als allererstes mal, um das eine Problem nämlich zu klären, dass wir nicht genug trinken etc. haben, ich muss jetzt erstmal an die Tanke fahren, denn ich brauche wieder Nahrung. Und ich hoffe, das wäre auch ziemlich geil, wenn mit neuen Updates und in der Zukunft natürlich, was das Spiel angeht, hier auch ein paar Supermärkte an den Start kommen, wo wir uns dann mal, ja, mit ein paar weiteren Produkten eindecken können, ne? Denn immer an die Tankstelle fahren, ja, normalerweise ist es ja so, an Tankstellen ist es eigentlich relativ teuer, was das Ganze angeht. Aber ja, hier geht's tatsächlich, ne? Uiuiui. Entschuldigung, Leute. Ja, genau. Normalerweise ist es ja da immer relativ teuer, aber hier geht's ja tatsächlich. Aber ich brauche hier wieder Nachschub, denn ich habe aktuell nur noch ein Gericht am Start und das ist ein bisschen eng. Des Weiteren müsste ich eigentlich mal die Angelrute noch verkaufen, damit wir da auch wieder ein Slot mehr haben, was wir uns hier, nee, ich möchte nicht tanken, danke, was wir mitnehmen können, ne? So, und dann gehen wir mal jetzt zum Kollegen und kaufen uns mal noch ein bisschen, weil da können wir eigentlich schon mal eine Runde hier bei der Lotterie mitmachen, würde ich sagen. Aber als allererstes hole ich mir mal wieder ein paar Proteinshakes. Die gehen eigentlich recht gut, muss ich sagen. Ich glaube, das reicht 6 Stück. Tabak brauchen wir keinen, ne?
Hier würde ich mir mal noch was zu essen mitnehmen. Ich nehme mal noch ein Gericht mit. Ja. Und dann nehmen wir uns mal von jedem dieser Lotteriescheine noch einen mit. Wenn wir schon hier sind, ne, dann checken wir das doch auch mal direkt ab. So, dann gucken wir mal. Lotterie los. Verwenden wir mal und schauen mal. Oh, $1, Leute. $1. Wahnsinn. Gut, weiter geht's. Nächster. Oh, $50, Leute. Yay. Geil. Leute, wie geil ist das? Ich glaube, das ist das teuerste. Leute, wir haben den Max-Win geholt. Sehr geil. Also, jetzt sind wir auf jeden Fall safe im Plus. Was die Lotterielose angeht, zumindest heute beim Kauf, ne? Nochmal $1. Ah, okay. Ne, man kann nicht immer bei allem Glück haben. Aber das war doch schon ziemlich, ziemlich nice. Ah, hier haben wir jetzt nichts dabei gehabt. Schade. Und dann nehmen wir noch das letzte Lotterielos. Ah, auch nichts mehr. Leute, aber das war, glaube ich, sehr, sehr erfolgreich. Oh, Leute, ich sage es euch. Endlich mal ausgeschlafen. Oh, wir haben jetzt auch schon recht spät. Aber jetzt geht es mir endlich mal wieder gut. Oh, jetzt trinken wir noch ein Wässerchen. Meine Werte sind wieder on fleek, muss man sagen. Ich gehe jetzt nochmal ganz schnell aufs Klöchen. So, und dann können wir uns... Oh, Moment, Hände waschen nicht vergessen. Ganz wichtig, Leute. Ganz wichtig, ne? Das geht so sonst nicht. Und dann gucken wir uns mal an, was unsere Läden so gemacht haben. Ich hoffe nur gut ist. Der Bodycare Store, Leute. 22.680. Ich will erstmal beim Minimarkt gucken, bevor ich hier beim Elektroladen gucke. Der Minimarkt, ja, okay. 7.000, ne? 7.500. Ist aber für dafür, dass das nur ein Laden ist, wo ein Mitarbeiter drin ist, ist es doch eigentlich ganz okay. Hat mehr gemacht als vorher. Das ist auf jeden Fall schon mal echt gut. Kann ich mitleben. Und jetzt gucken wir mal beim großen Laden. Leute, $45.000. Wie geil. Hammer. Leute, so geil. Das bedeutet... Ich werde jetzt hier gute $75.000 machen. Mega, mega geil. Wir warten jetzt nochmal ganz kurz ab, bis das Geld auf dem Konto ist. Dann werde ich mir auf jeden Fall, Leute, also sorry. Ich werde mir auf jeden Fall dann die Karre besorgen, denn das wird geil. Achtung, bam, Leute, 90.000. Wir haben einfach $90.000 auf dem Konto. Wie geil, Hammer. Hammer, hammer geil. Und jetzt noch eine Sache vorweg. Wir gucken nochmal ganz schnell, wie das denn eigentlich jetzt mit unseren Angeboten aussieht. Ja, ich glaube, mit dem Jacob gehen wir nachher. 475 gibt er uns. Das passt. Leute, ich glaube, damit haben wir einen guten Preis. Ja, dann heißt es jetzt auf jeden Fall die Karre besorgen. Dann können wir hier richtig laden, was Produkte angeht. Und dann heißt das nächste Ziel auf jeden Fall nächstes Haus. So, sehr geil. Upsi. So, den parke ich jetzt mal hier vorne. Den werden wir jetzt dann erstmal nicht mehr brauchen, Leute. Und dann heißt es jetzt shoppen, neue Karre besorgen. Aber vorher gehen wir natürlich direkt mal hin und geben dem Jacob jetzt einmal sein neues Zuhause. Und da haben wir jetzt dann auch wieder Mieteinnahmen von $475. So, und jetzt natürlich direkt rein hier, Leute. Ich hab Bock, das wird so geilo. Jetzt können wir uns hier den großen Transporter holen. Da passen nämlich 72 Ladungen rein. Leute, das ist insane. Kostet zwar 61, ne? Aber, Leute, das machen wir jetzt. Das Ding, das steht jetzt bereit. Jetzt haben wir noch 28 auf dem Konto. Das Ding kriegt erstmal jetzt noch ein neues Nummernschild. Das ist ja weiß. Naja, ich mach hier wieder grün, ne? Ich mach hier grün und dann gibt es hier einmal TG. Ich mach diesmal hier die 10. Das Schild holen wir auch noch. Wunderbar. Auf geht's.
So, einmal hier rum um die Ecke. Guckt euch mal an hier. Unser neuer Transporter, Leute. Mega geilo. Das Ding kriegt jetzt erstmal noch ein schönes neues Nummernschild. Sekunde. So. Ah, hier müssen wir interagieren. Sehr gut. Da ist es drauf. TG10, Leute. Läuft. Und jetzt, Leute, kann ich mal richtig laden gehen. Oh, Hammer. Jetzt haben wir hier so einen Transporter. Der ist jetzt nicht die schnellste, merke ich jetzt schon beim Losfahren. Aber jetzt kriegen wir hier deutlich, deutlich mehr Produkte rein. Was ist das denn, ey? Geilomat, Leute. Ich find's Hammer. Aber jetzt muss ich halt nicht mehr so oft fahren, ne? Das ist schon echt ein riesengroßer Vorteil. Jetzt kann ich da richtig, richtig voll machen, die Hütte. Und vor allen Dingen auch die Läden richtig, richtig voll machen. So, hier sind wir jetzt, Leute, in dem großen Elektrofachmarkt. Ja, es ist eigentlich relativ gefüllt, ne? Also, klar, da passt natürlich noch mehr rein. Ist ja logisch. Aber es sieht erstmal ganz gut aus. Ich konnte jetzt natürlich, ihr seht es oben links, ja, nur noch 1522. Ich konnte jetzt natürlich nicht mehr so viel besorgen, weil das Geld war natürlich am Ende relativ eng gewesen. Aber, um es euch mal zu zeigen, wir haben jetzt im Bodycare Store aktuell leider nur zwischen 30 und 52 oder zwischen 31 und 52 Produkte am Start. Da ging leider nicht mehr. Im Elektrofachmarkt sieht es ein bisschen besser aus. Da haben wir zwischen 90 und 113. Das ist auf jeden Fall voll akzeptabel. Wird auf jeden Fall in der Zukunft wieder voller werden. Ich werde jetzt noch mal ganz kurz hier schauen, wo wir dann hier noch ein paar... Oh, Beamer bräuchten wir hier eigentlich noch, ne? Die gehen echt immer richtig gut, Leute. Hier packen wir auf jeden Fall mal bei der Smartwatch 10% drauf. Und beim Bodycare Store, was haben wir da am meisten? Lockenstab. Lassen wir Lockenstab 10%. Das ist okay. Das passt schon. Sehr gut, gut, gut. Genau, wir müssen auf jeden Fall, oder ich muss auf jeden Fall gucken. Ich kann definitiv jetzt nichts mehr kaufen, weil wir ja auch bezahlen müssen. Und wir wissen ja hier, wir müssen hier immer am Ende des Tages 1200 Dollar am Start haben, damit wir unsere Miete bezahlen können. Ne? Auf jeden Fall habe ich jetzt für heute nochmal eine Werbekampagne gestartet. Ich habe da gestern extra für gestern und für heute eine direkt angewählt, damit das hier direkt läuft. Da brauchen wir uns jetzt auf jeden Fall keine Gedanken machen. Das wird, was eigentlich bedeutet, wir können noch eine Runde angeln gehen. Mit unserem neuen Transporter, Leute. Ich weiß noch nicht, ob das so sinnvoll ist, mit dem nachher ans Wasser zu fahren. Ich muss eins sagen, das Ding ist natürlich nicht das Schnellste, ne? Ist ja klar, das Ding ist schon ein bisschen langsam. Aber es erfüllt seinen Zweck, dass ich nämlich nicht tausendmal hin und her fahren muss. Und das ist schon echt ziemlich, ziemlich nice, Leute. Wenn ich überlege, dass ich am Ende des Tages 720 Produkte damit, also 720 einzelne, 72 Kartons ja, transportieren kann, dann ist das schon echt richtig, richtig gut. Also das erleichtert mir schon deutlich die Arbeit. Das wird natürlich jetzt irgendwann darauf hinauslaufen, dass ich zwar dann doch wieder doppelt fahren muss, aber dann auch nur, weil wir so viele Produkte verkaufen, dass es am Ende des Tages einfach relativ leer wieder ist, weil die Leute so viele Sachen einkaufen, ne? Ansonsten hattet ihr mir mal in die Kommentare geschrieben, dass ihr es auch ziemlich geil finden würdet, wenn man hier irgendwann so einen Lieferservice quasi anrufen könnte, der uns die Produkte sozusagen liefert. Muss ich sagen, finde ich eigentlich eine geile Idee. Und vielleicht guckt ja auch der Entwickler einmal hier rein und sieht dann auch vielleicht, dass das auch eine richtig geile Idee von euch wäre. Wo ich sagen muss, fände ich auch ziemlich geil, dass man so einen Mischmasch hat nachher aus, wir fahren selber und wir lassen Sachen auch zu unserem Laden liefern. Zum Beispiel, wenn man zwischendurch einfach irgendwie zeitlich irgendwie Probleme hat und sagt, ey, ich schaffe das einfach nicht mehr, weil man gerade irgendwas anderes am Machen ist, wie zum Beispiel ein Haus renovieren oder tatsächlich einfach sich mal eine Auszeit gönnt und eine Runde am Angeln ist und mal dann sozusagen vom Mitarbeiter angerufen wird, so, ey Chef, hör mal zu hier, ja, wir haben nicht mehr genug Beamer am Start, kannst du mal welche schnell ordern? Dann rufst du schnell den Lieferservice an und er soll dann da fix im Express welche besorgen.
Fände ich tatsächlich eine ziemlich geile Idee. Jetzt ist mir gerade aufgefallen, ich bin hier einmal falsch abgebogen. Ich muss einmal natürlich hier vorne rein. Also wie gesagt, ich fände es auf jeden Fall eine geile Idee. Vielleicht schauen die Entwickler ja mal rein. Vielleicht könnt ihr das eventuell mit einbauen. Wäre auf jeden Fall meines Erachtens ein ziemlich geiles Gadget. Würde, glaube ich, ziemlich Fun machen, wenn man da solche Optionen am Ende des Tages haben würde. So, wo sind wir jetzt hier? Genau hier. Wir sind gleich wieder am Wasser. Langsam, Kollege. Dann werden wir erstmal noch ein paar Fische angeln. So, Leute. Diesmal habe ich mir gedacht, wir sind zwar auch wieder auf dieser Seite hier unseres Sees, aber ich habe mir gedacht, komm, wir probieren mal hier oben die Stelle aus und schau mal, ob es hier genauso gute Fische gibt. Wahrscheinlich wird es im Endeffekt keinen Unterschied machen. Aber mal eine andere Sicht, ne, ist ja auch ganz nett. So, aber vorab, Leute, müssen wir uns erstmal noch ein bisschen stärken. Das heißt, wir nehmen uns mal noch hier so einen schönen Proteinshake rein. Da haben wir da wieder mal ein bisschen was am Start. Oh, ich muss auf jeden Fall noch die Sportangelrute verkaufen. Erinnert mich da nochmal dran. Dann würde ich ja gerne mal, so hart und böse das klingt, ne, aber ich würde gerne mal noch in das ein oder andere Haus einbrechen. Aber ich weiß nicht, wo da noch welche sind. Das eine haben wir ja schon, beziehungsweise zwei weiß ich ja, wo wir rein könnten. Aber es wäre ja irgendwie auch geil, wenn es da noch ein paar mehr geben würde, ne? Naja, schmeißen wir nochmal die Angel aus. Oh Leute, wir sind schon Angelfähigkeit Stufe 3. Sehr geil. Oh, da geht uns erstmal ein kleiner an die Angel dran hier. Auf der Hake gesprungen. Ein kleines Fällchen gleitet in unsere Sammlung. Sehr schön. Ach Leute, ich muss aber eins sagen, ne? Also vom Grundsatz her, ja, es ist noch nicht final, ne? Aber so generell die Aussicht hier finde ich ganz cool. Muss ich ehrlich sagen, hat was. Hat wirklich was. Auch wenn es noch nicht 100% und 100% geil ist, aber vom Grundprinzip her finde ich das echt schick. Gut, aber nicht so viel babbeln, ne? Angel rauswerfen und weiterfischen. Wir brauchen dicke Brocken hier. Ah, ja, ich würde sagen, es ist ein Karpfen, Leute. Könnte ein Karpfen sein. Es könnte ein Karpfen sein und... Ne, es ist ein Großmaulbarsch. Oh, auch einer, der echt gut Geld abwirft. Hier $67. Not bad, not bad. Mal gucken, ob wir... mit weiter steigenden Angelfähigkeiten hier noch dickere Brummer rausholen und die uns noch mehr Kohle bringen, Leute. Ja, komm. Ah, noch ein kleines Fältchen. Naja, das ist jetzt nicht das, was ich unbedingt haben will. Ich will den dicken Lachs haben. Komm, gib mir den dicken Lachs. Den dicke Lachsschinke brauche ich. Ah, das ist wieder nichts Großes, Leute. Das ist wieder nichts Großes. Aber immerhin eine lebhafte Forelle. Okay, da müssen wir vielleicht mal hier den Standort ein bisschen wechseln. Gehen wir mal hier so ein bisschen mehr hier an den Rand. Wir dürfen unser Fahrzeug nicht außer Acht lassen. Nicht, dass da einer sich noch dran zu schaffen macht, gell? Man weiß ja nie. Man weiß ja nie, was hier so passiert hier in diesem Döckchen hier. Und vor allen Dingen gerade hier so auf dem Land, ne? Wenn wir hier am Wasser sitzen. Ah. Oh, da haben wir noch einen kräftigen Wels. Naja, kräftig weiß ich nicht. Mit 4 Kilo ist das jetzt nicht so kräftig, mein Lieber. Da brauchen wir schon dickere Brocken, Leute. Da brauchen wir dickere Brocken hier. Komm schon. Vielleicht brauchen wir mal einen anderen Köder hier. Ah, nee, Leute. Das ist auch schon wieder nichts hier. Das kann doch nicht wahr sein. Noch eine Forelle. Naja. Okay, gehen wir nochmal ein bisschen hier runter. Gucken wir mal, ob wir hier vielleicht noch was Schickeres an Land ziehen. Da haben wir genug Platz, ne? Wir haben ja genug Platz und ein bisschen Geld nebenbei, Leute, ist ja auch nie verkehrt. Oh ja, Leute, hier haben wir was Dickes am Start. Guckt euch an. Oh ja, der kämpft auch wie Sau. Boah, Leute, der ist kräftig, der ist kräftig. Lecco mio, komm schon, nicht abreise. Nein, komm schon. Ein prächtiger Lachs, Leute. Aber mit 5 Kilo ist der jetzt auch nicht so prächtig, ne? Das ist jetzt kein Riesenteil. Aber bringt auf jeden Fall gut Geld.
bringt gut Geld, $173, kann ich mit leben. Komm, ein paar Platz haben wir noch, Leute, ein paar schmeißen wir noch, ein paar Köder schmeißen wir noch rein und ein paar Fische ziehen wir noch raus. Oh Leute, da haben wir direkt noch einen dicken Brocken am Start hier. Oh ja, oh ja. Ein bisschen Schnur begebe, ja, und dann wieder weiter. Kommt wieder ein bisschen reinziehen, ne? Da muss man immer ein bisschen spielen mit dem Fisch. Muss den immer ein bisschen erschöpfen. Darf man nicht direkt so reinziehen wie so ein Kranker. Man muss ein bisschen mit dem spielen. Den müssen wir müde machen. Ja, komm schon. Und ja, komm schon. Ja, gleich haben wir ihn. Und? Oh, Leute. Das ist aber... Hier, du hast einen mächtigen Lachs gesiegt. Spektakulär. $248 bringt er uns. Und der hat immerhin schon mal 8 Kilo, ne? Ist schon mal ein dickeres Teil. Würde ich sagen, geil. So, einen nimmer noch. Wie sagt man so schön, einer, den ich noch nehme. Angelfähigkeit, Leute, schon 4 Sterne. Sau geil, da sind wir bald auch schon hier. Direkt on top. Da haben wir noch einen leuchtenden Barsch. Komm, wenn wir so viel Platz noch haben, dann nehmen wir noch einen mit. Hoppala, hier, das will ich verwenden. Einen nehme ich noch. Oder komm, wisst ihr was? Zwei machen wir noch, dann ist das Ding hier voll. Also die Leiste voll. Und wir können das Ganze beim Fischmarkt noch abgeben. Oh, jawohl, da haben wir noch einen Großmaulbarsch. Sehr schön. Und jetzt nehmen wir noch einmal die Angelrute für heute in die Hand. Und vielleicht geht uns ja nochmal ein Lachs hier. Nee, leider nicht. Ich wollte gerade sagen, vielleicht geht uns noch ein Lachs an Land, aber nee. Aber ist nochmal ein Wels, ein kräftigen Wels, Leute. Sehr, sehr schön. Sehr geil. Okay, dann würde ich sagen, mache ich mich zurück zum Fahrzeug und dann fahren wir nochmal zum Fischmarkt und verkaufen hier unsere sehr, sehr geilen Errungenschaften und ein $250 Lachs. So Leute, da ist der Fischmarkt und da ist unser Transporter und da ist mein Parkplatz. So, den habe ich jetzt hier eigens gemietet, ne? Premium, Freunde, Premium. Okay, gehen wir mal wieder hier und machen mal Akquise. Moin, mein Lieber, ich hätte gerne mal hier noch ein paar Fische verkauft. So, wir rechnen wieder zusammen, Leute. 30. Ich mache mal, sagen wir mal, 100. 120. Hoppala. 120. Dann sagen wir 145. 170. 185. Da machen wir. 100, was habe ich da? 185. 250. Nochmal 30 sind 280 und jetzt kommen sie, Leute. 280 plus 170. 350. Und den letzten nochmal, Leute. Bam, da haut es nochmal richtig raus. Da sind wir hier bei stolzen $700 für Fische. Leute, brutal. Einfach nur brutal. So, und jetzt, Leute, gucken wir uns mal noch an. Wir haben jetzt 12.48 Uhr. Wir müssen sowieso mal reinschauen, wie es hier aussieht. Also, das ist einmal der Body Care Store. Der hat aktuell $5.580 gemacht. Produkte sind noch da. Geht, Leute. Der Minimarkt, der hat aktuell schon, immerhin 2.000 gemacht. Da sind noch, relativ... Oh, ein Produkt ist weg. Beamer sind nicht mehr da. Schade, aber nicht so schlimm. Nicht so schlimm, alles gut. Hier können wir auf jeden Fall schon mal dann die Öffnungszeit wieder hochsetzen. Ebenso auch beim Bodycare Store. Und dann der Elektrofachmarkt, Leute, der hat schon wieder $13.941 hier generiert. Saugeil. Das wird, glaube ich, wieder ein sehr, sehr erfolgreicher Tag. Mega, mega geil. Das freut mich unheimlich. Das wird nice. So, dann können wir mal reinschauen. Bei den Immobilien, denn ich wollte ja mal gucken, nicht nur das Yankee Road Haus, sondern das nächste wäre ja dann einmal hier das Mountain Spring. Also das war der Mountain Spring Road. Wie schick das eigentlich? Das ist sogar mit Garage, Leute. Sehr cool.
Innenraum, es sieht, glaube ich, ein bisschen größer aus. Oder können wir sogar, glaube ich, endlich mal einen Esstisch reinstellen und auch ein paar Stühle. Sieht auf jeden Fall gut aus. Es hat ein Bett und also ein Schlafzimmer und ein Bad und eine Garage. Sehr geil. Das nächste Haus wäre ja einmal hier Parkwood Place River. Ist das eigentlich ein, ist das eine, ist das, das ist doch nur eine Wohnung, oder? Ich glaube, das ist nur eine Wohnung, Leute. Okay. Aber anscheinend eine ziemlich geile Eigentumswohnung, wenn die hier so groß ist. Ich glaube, da bezieht sich hier das auf die Quadratmeterzahl, wie groß die Wohnung nachher letztendlich ist. Auf jeden Fall auch ganz schick. Und dann haben wir ja natürlich noch das Nonplus. Nee, da haben wir ja noch zwei. Hier einmal den Magenta Drive, River Valley. Da haben wir zwei Schlafzimmer, anderthalb Bäder. Und noch eine Garage. Und das Ganze ist über zwei Stockwerke. Da können wir auch noch mal ganz kurz reinschauen. Das ist natürlich auch geil, wenn wir dann noch ein zweites Stockwerk haben. Sehr geil. Oh, guck mal, was eine riesen Küche. Absolut insane. Leute, das wird schon anders wild. Und jetzt will ich mir trotzdem noch mal hier das geile Ding angucken, weil das ist ja einfach überkrass. Leute, fünf Schlafzimmer, dreieinhalb Bäder, drei Garagen, 3.800 Fuß im Quadrat. Brutal. Das ist wirklich nachher das absolute Luxusteil. Und da, Freunde, da will ich auf jeden Fall hin. Ja, Leute, wenn es euch wieder gefallen hat, natürlich, und ihr gerne mehr sehen wollt hier von Denison, schreibt mir gerne in die Kommentare. Ich würde mich sehr darüber freuen, hier weiterzumachen und richtig aufzufahren. Jetzt mit dem neuen Transporter haben wir auf jeden Fall eine bessere Möglichkeit hier, die Produkte von A nach B zu bewegen und auch in größeren Massen, was wieder hilft, dass wir natürlich am Ende des Tages viel mehr Umsatz machen. Und ja, Leute, wenn es euch wieder gefallen hat, lasst mir natürlich sehr gerne ein Däumchen da. Vergesst nicht das kostenlose Abo und aktiviert die Glocke. Und dann würde ich mich sehr freuen, wenn wir uns in der nächsten Folge wiedersehen mit dann zu 98% dem Kauf des nächsten Hauses. Und da freue ich mich drauf und da habe ich richtig Bock drauf, Leute. Ansonsten wünsche ich euch auf jeden Fall einen super schönen Tag. Passt auf euch auf, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, Kakao.